Ja, wir haben jetzt einen Weißburgunder hier im Glas. Ein Vertreter aus unserer Rebsortenlinie. Also all das, was es so neben Riesling hier bei uns an der Mosel gibt. Und für mich Weißburgunder super Gegenspieler zum Riesling. Ich finde es immer wieder spannend, deswegen haben wir den auch mit in die Box reingepackt. Schön frisch, leicht. Ja, du, wenn ich ganz ehrlich bin, also bei Weißburgunder gibt es, apropos Bullshit, viel zu viel Bullshit, also auf dem Markt. Warum? Weil Weißburgunder kann einfach mega langweilig oder banal sein. Ne? Es hat nicht die Spannung von Chardonnay, es hat nicht also die Kraft, es hat nicht auch so die schlanke Mineralität von Riesling, es hat nicht diese krasse so Eigencharakter wie Sauvignon Blanc. Es kann so ein bisschen so Mischmasch sein so zwischen alles, wenn es nicht gut gemacht ist. Oder wenn es in einer Warmlage einfach viel zu fett und viel zu breit wird. Ne? Plump. Plump, genau. Eine Mosel hat den Vorteil, denke ich mal, werden wir gleich sehen, mit den Steillagen und der typischen Mineralität, dass er eine ganz andere Spannung hat. Super Stichwort, weil genau das ist das, was du beschrieben hast, genau das, worauf ich abziele. Für mich gibt es Weine wie Grauburgunder, Chardonnay, die können dieses Fette, dieses Schmalzige im Glas haben. Aber Weißburgunder für mich präsentiert sich hier an der Mosel am besten, wenn er eine gewisse Frische, eine Mineralität hat und nicht zu opulent ist. Ja, also ist für mich ein wunderbarer Wein für die Terrasse, wunderbar aber auch zum Kombinieren zu verschiedenen Speisen. Gerade in der Spargelsaison bin ich ein riesen Weißburgunder-Trinker. Ja, aber du, der hat wirklich, der ist seriös, ne? Der ist kein so prolliger, so Weißburgunder, so ja, ich bin kein Fisch, kein Fleisch-Typ, ne? Nee, der hat wirklich Knack, der hat Frische, der hat Fokus, der hat so Nerven drin, also gibt's Energie. Das ist auch eine geile Speisebegleiter. Also für mich so eine schöne, also ich gucke jetzt den Mosel an, also einen schönen Fisch, also Süßwasserfisch zum Beispiel, eingelegt und mit leichten so Buttersauce. Es ist Hammer. Es ist auch nicht so Bonbon exotisch, das ist wirklich so knackige, so Baumfrüchte, also Steinobst und so. Blumig auch mega. Also ich sage auch immer, das ist ein Wein, der nicht mehr will, als er kann. Ja? Er ist leicht, aber trotzdem frisch, spritzig, wie du gesagt hast. Und das finde ich so schön und das ist so animierend. Der macht Spaß. Also ganz ehrlich, mit dem Außenblick jetzt gerade auch. Also besser geht's ja gar nicht. Hey, ganz ehrlich, der Weißburgunder ist für mich Mosel. Spritzig, leicht und einfach die Frische im Glas. Ja. Endlich mal, verdammt, weil, hey, die Diskussion im Restaurant ist so lächerlich, ja? Wenn jeder sagt, ah, sollen wir Grauburgunder oder Weißburgunder trinken? Das ist doch mir scheißkack egal. Das ist alles nur Müll. Also die meisten, meine ich. Ja. Nein, das ist nur höchstens nass, kalt und leicht alkoholisch. Das ist wirklich sowas von Wurscht. Du kannst auch eine Weinschorle dahinstellen, das ist das Gleiche. Also, es regt mich wirklich auf, ne? Ja, ich gebe dir ja recht. Also, es gibt so viel Schrott auf dem Markt, aber aktuell sind diese Weine, also Weißburgunder, Grauburgunder, einfach Trend. Da wird gar nicht mehr über Qualität groß diskutiert. Es wird einfach getrunken. Und das ist das, was mich persönlich so aufregt. Also, beziehungsweise ich finde es schade, weil die Qualität gerät komplett in den Hintergrund und wir reden eigentlich nur noch über eine Rebsorte. Und darüber, dass sie säurearm sind, was auch absoluter Bullshit ist. Doch, egal, Hauptsache banal, rund, gefühlt. Ohne Säure, was ja das Schmarrn ist, es kann nicht sein, dass es ohne Säure ist. Und dann das Geilste ist folgendes, so, oh, wenn du was Vernünftiges auf dem Tisch stellst, ne, so, oh, der hat aber viele Umdrehungen, oder? Nee, du Idiot, das sind keine Umdrehungen, das ist ein vernünftiger Wein, das ist intensiv, das hat Geruch, das hat Charakter. Muss mal klatschen, ja, und dein scheiß Lugano und Primitivo neben dein Bullshit Grauburgunder gleich in die Mülltonne klopfen, am liebsten. Ja, also, sorry, ich kann dir nur zustimmen. Sorry, ich will dich also aber, deswegen, ich muss noch auf den Mosel gucken und halt mich beruhigen schnell.